Lieber Nils Rettig, was haben wir denn hier vor uns? Ein wunderhübsches Windows 8.1. Das ist total 90er, würde ich sagen. Völlig veraltet. Ja. Ich würde sagen, wir hauen da jetzt ein Windows 10 drauf. Denn darum soll es in diesem Video gehen. Wir gehen einfach mal durch, so als kleine Trockenübung für unsere Zuschauer, wie das denn funktioniert mit dem Windows 10 Upgrade. Genau, das ist der Plan. Als erstes, wir sehen hier unten diese wunderhübsche Windows 10 Herunterladen-App, die man, wenn man ein lizenziertes Windows 7 bzw. Windows 8.1 hat, sollte man das eigentlich haben. Darüber kann man jetzt, wenn man möchte, das Upgrade reservieren. So, und dann sagt ihr dir jetzt, ja, alles klar. E-Mail-Adresse muss man nicht eingeben, da wird man nur benachrichtigt. Aber ganz ehrlich, ich würde sagen, vergesst das Tool. Zum einen, bei sehr vielen, obwohl sie eigentlich berechtigt sind zum Upgrade, taucht es gar nicht auf, trotz diverser Workarounds. Zum anderen, es gibt auch eine ganz simple andere Möglichkeit, das zu machen. Und zwar ist das das, wenn wir jetzt hier mal bei Google das eintippen, Windows Media Creation Tool oder nur Media Creation Tool. Dann finden wir hier einen offiziellen Microsoft-Link, über den wir das runterladen können. Den Text können wir uns sparen. Hier sind einfach 32-Bit, 64-Bit-Versionen. Da ich ein 64-Bit-Betriebssystem habe, habe ich die 64-Bit-Version heruntergeladen, was ich schon getan habe. Wir können sie uns jetzt mal anschauen. Und ich würde jedem empfehlen, das darüber zu machen, weil der große Unterschied ist zu diesem Get Windows 10. Hier kann ich jetzt einfach jederzeit selbst mit dem Upgrade-Vorgang starten und muss nicht darauf warten, dass Microsoft irgendwann mal so nett ist, mir das Upgrade hier über diese App zur Verfügung zu stellen. So, jetzt machen wir es nochmal auf. Das ist diese App. Okay, wichtig hierbei, wer noch ein 32-Bit-Betriebssystem hat, Windows 7 oder 8.1, der muss auch einen 32-Bit-Installer runterladen. Genau, der muss erstmal zu 32-Bit Windows 10 wechseln. Hinterher kann man aber auch eine 64-Bit-Version dann noch installieren. Es gibt aber vor der Installation noch ein paar andere wichtige Hinweise, bevor ich jetzt in diesem Tool ein bisschen weitergehe. Zum einen, man muss sich gut überlegen, welchen PC man upgraden möchte. Also es ist im Moment faktisch so, dass du, wenn du jetzt auf diesem PC upgradest, auch wenn du eine normale Retail-Lizenz hast, mit der du eigentlich auch den PC wechseln darfst, im Moment geht das hinterher noch nicht, weil Microsoft noch nicht die entsprechenden Tools zur Verfügung stehen, wie mir der Support gesagt hat. Also obwohl in den Lizenzbestimmungen steht, du darfst den Rechner wechseln, geht es im Moment über diesen Upgrade-Vorgang hinterher nicht. Das liegt daran, dass er sich die Hardware merkt und quasi über eine Hardware-ID dieses Windows 10 festlegt, das darf, ist lizenziert. Diese Lizenz ist also nur an diesen einen PC gebunden. Was ist denn mit Upgrades? Richtig. Wenn ich eine neue Grafikkarte einbaue, wenn ich neuen Speicher, den Prozessor wechsle, ist das dann schon schlimm genug, dass Windows meinen PC nicht mehr erkennt? Also bei Grafikkarten wird das wahrscheinlich nicht so sein. Das kann man leider nie so 100% sagen. Es galt sonst eigentlich immer die Faustregel, Mainboard-Wechsel heißt Schluss hier. Ist es wohl im Moment auch so, dass es mit der Festplatte wohl auch stark zusammenhängt? Mhm. Also wenn ich eine neue SSD nehme, kriege ich wohl auch Schwierigkeiten, bei anderen Komponenten eher nicht. Und es ist auch so, der Support hat mir gesagt, in Zukunft soll man das schon wechseln können. Aber es gibt im Moment für Microsoft noch kein Tool, um diese Bindung an die Hardware wieder rückgängig zu machen. Okay. Also das heißt, vor dem Upgrade überlegen, auf welchem Rechner man das machen möchte. Ich würde trotzdem unabhängig davon noch eins empfehlen, den alten Key einfach mal auslesen. Eigentlich hat dein Windows 7 oder Windows 8.1 Key laut Microsoft jetzt keine Bedeutung mehr. Ich finde aber, schaden kann es nicht. Vielleicht braucht man hinterher nochmal. Ich habe dafür den Magical Jelly Bean Keyfinder benutzt, den ich jetzt mal hier starte. Und der zeigt dann hier den Key an, den wir jetzt hier natürlich nicht komplett anzeigen. Aber das ist jetzt mein offizieller Windows 8.1 Pro Key. Würde ich vorher zur Sicherheit auslesen. Was ich auch noch machen würde, vorher sicher schnell genug Speicherplatz zu haben. Also die ISO-Datei, wenn man die runterlädt, oder die Dateien für die Installation sind so 3, 4 GB. Windows 10 selber braucht hinterher so 17 GB, 17, 18. Also man sollte so 30 GB, würde ich schon empfehlen, mindestens frei haben. Ja, genau. Das wäre ärgerlich, wenn es da nicht klappt. Was haben wir denn hier für Optionen? Wir können anscheinend das Upgrade direkt irgendwie aus dem Internet uns aufspielen lassen. Genau. Oder runterladen. Richtig, genau. Das erste ist einfach, er lädt im Hintergrund die Dateien runter und fängt an zu installieren. Das zweite ist eine ISO-Datei runterladen, mit der du dann später einen bootfähigen USB-Stick oder eine bootfähige DVD installieren kannst, was du dann auf einem anderen Rechner oder auf diesem hier nutzen könntest. Ich kann sozusagen meine Windows 8.1 Lizenz hier mehr oder weniger zu einer Windows 10 Lizenz machen, genau, die ich auf einen Stick tue und auf einen anderen Rechner installiere. Ja, eben nicht direkt jetzt zu so einer Lizenz machen, weil wenn du jetzt neu installierst von dieser ISO-Datei, dann funktioniert diese Übertragung der Aktivierung nicht. Ah. Das heißt, wenn du im Moment kostenlos Windows 10 haben willst, musst du von deinem Windows aus upgraden und nicht per Stick neu installieren. Verstehe. Das ist der Unterschied. Später wird das aber möglich sein.
wie gesagt, im Moment hat Microsoft halt noch nicht die Tools. Oh Mann, ganz ja. schön kompliziert. Ein bisschen. Aber ja, auf jeden Fall, man kann hier auswählen, welche ISO-Datei man möchte, Windows Home oder Pro und dann 32-Bit, 64-Bit. Und du kannst entweder das Tool direkt in USB-Speichersticker erstellen lassen oder auch einfach nur die ISO-Datei runtermachen. Ich habe das schon gemacht, deswegen breche ich es hier jetzt wieder mal ab. Und dann zeige ich jetzt, wie das quasi mit dem Upgrade direkt funktioniert. Lassen wir ihn mal schließen. Genau, dann gehen wir doch schon mal zu der ISO-Datei. Es ist jetzt so, in Windows 8 kannst du die direkt öffnen. Das ist jetzt hier in dem Fall diese. Ich habe die so schön benannt. Hier kann ich jetzt direkt doppelt klicken. Bei Windows 7 brauchst du da ein eigenes Tool, Virtual Clone Drive. Oder du machst halt einen bootfähigen Stick und steckst den nachher in deinen Rechner rein. Ich glaube sogar, die meisten Entpack-Programme können ISOs mittlerweile das auch kann, ja, extrahieren. Ist auch gut möglich, genau, ja. Auf jeden Fall, wenn das einmal soweit ist, dass du an die Dateien da rankommst von der ISO-Datei, kannst du einfach das Setup starten und darüber stoßen wir jetzt selber diesen Upgrade-Vorgang an. Jetzt geht's also los, wir Richtig. Upgraden auf Windows 10. Genau so ist es. Jetzt hier fragt er dich erstmal nach Updates. Würde ich auch empfehlen, dass man ihn die suchen lässt, damit man halt hinterher möglichst direkt schon ein fertiges Windows dann auch hat. Habe ich jetzt hier schon gemacht, der müsste jetzt eigentlich relativ schnell damit fertig werden. Dazu gab es noch einen Haken, ob man so ein bisschen Telemetrie übermitteln will. Oh, wer ja, will, kann das abschalten. Ja, genau. Bei der Installation, genau. Ja, aber zu solchen Haken kommen wir gleich auch nochmal mehr. da gibt es noch ein paar mehr in Sachen Datenschutz. Ja, also im Prinzip kann ich schon mal sagen, also dieses Tool ist wirklich sehr simpel. Es gibt nur ein paar Schritte. Das sind die Lizenzbestimmungen. Da vielleicht gehen wir schon mal zu einem nicht ganz unwichtigen Punkt. Das ist nämlich diese Frage der Übertragung, die will ich hier kurz nochmal zeigen. Hier steht nämlich eigenständige Software, also eine Retail-Lizenz. Hier, dass man berechtigt ist, sie auf ein anderes Gerät zu übertragen, was ich gerade angesprochen habe. Das steht hier in den Lizenzbestimmungen drin. Wie gesagt, im Moment kann Microsoft das tatsächlich bei diesem Upgrade aber noch nicht leisten. Finde ich schon ein bisschen kritisch, aber gut, wir akzeptieren jetzt. Haben wir eh keine Wahl, wenn wir Windows 10 haben wollen. Jetzt ruft er die Updates ab. Wie gesagt, das müsste jetzt auf diesem Rechner eigentlich recht schnell gehen. Vielleicht noch kurz was zu dem Rechner übrigens. Also der ist relativ leer, sage ich mal. Ich habe jetzt extra ein paar Programme installiert, damit wir hinterher gucken können, übernimmt er das alles so, wie ich das jetzt unter Windows 8.1 hatte. Aber da ist jetzt noch nicht viel drauf. Also der Upgrade-Vorgang wird vermutlich ein bisschen flotter gehen als bei den meisten anderen. Einfach aus dem Grund, dass hier jetzt noch nicht viele Programme drauf sind. So, okay, jetzt braucht er doch noch einen Moment. Aber wir können währenddessen auch noch mal einen kleinen Test machen. Ich wollte nämlich mal schauen, welche Einstellungen der so all übernimmt beim Wechsel und mache hier einfach mal ein kleines Testhäkchen bei den Lautsprechereinstellungen unter den Erweiterungen. Habe ich hier nämlich Virtual Surround aktiviert. Wäre jetzt kein Drama, wenn es hinterher nicht wäre, aber wir wollen einfach mal gucken, wie genau schaut Microsoft denn dahin und deswegen habe ich den Haken da reingesetzt. Ja, genau. Dann haben wir noch Steam installiert. Und League of Legends habe ich installiert. Okay, ja. Ich würde sagen, dann machen wir einen ganz kurzen Zeitraffer, bis das Update fertig ist. Genau, würde ich auch sagen und dann geht's gleich weiter. So, jetzt sind wir bereit für die Installation. Ja, genau. Ein Hinweis noch vorher, man kann hier auf Ändern der zu behaltenen Elemente klicken. Da schauen wir uns nochmal kurz an. Das ist nämlich genau die Sache mit den eigenen Programmen, Einstellungen und persönlichen Dateien, die man hier halt behalten kann. Apps übrigens meint auch Programme, ja, nur zur Entwarnung. Man könnte das jetzt auch anders handhaben, aber wahrscheinlich werden die meisten beim Upgrade diese Option wählen wollen, damit alles so ist wie vorher. Wer ein komplett zugemülltes, aufgeblähtes System hat mit jeder Menge Hintergrund, Software und Toolbars und so weiter, der kann ja vielleicht hier auch nichts wählen und kriegt damit ein frischeres und schnelleres Betriebssystem, muss sich dann aber kümmern, seine Daten selbstständig zu sichern. Genau so ist es. Dann auf jeden Fall, genau, persönliche Dateien vor allem. Wenn du nichts machst, dann werden die auch nicht mitgesichert. Da wird alles genuckt. Richtig, so ist das. Ja, jetzt prüft er das nochmal und dann können wir eigentlich gleich schon loslegen mit der Installation. Genau, ihr sagt das nochmal mit dem Speicherplatz. Ne? Kurz, muss man sagen. Aber immerhin, er sagt es. Ja, und jetzt können wir auf Installieren klicken. Und da sind wir schon. Ab jetzt kommt der Part, wo du erstmal lange Zeit, oder je nachdem, was für einen Rechner du hast, auf jeden Fall sind jetzt keine Eingaben mehr erforderlich für eine längere Zeit. So, er fängt jetzt quasi an, das Ganze zu machen und wir lassen ihn jetzt mal machen und schauen dann gleich nochmal rein, wenn er dann fertig ist und dann schauen wir uns das fertige Windows 10 an. Spannend! Wir
Wir haben es geschafft, ungefähr nach 20 Minuten. Ja, was ich sogar kürzer? Ach, müssen wir nochmal gleich schauen. Ja, müssen wir, so ungefähr. 15 Minuten, 20 Minuten ist es erledigt. Unser Windows 10 begrüßt uns mit so einem allerersten Stadtbildschirm. Genau, das ist jetzt quasi den Parkcamper auch schon von Windows 8. Quasi bevor ich im Desktop lande, macht man noch so ein paar Einstellungen und die Geschichten. Ich klicke jetzt einfach mal auf Weiter. Das ist eigentlich noch relativ wichtig, schnell einsteigen. Man kann hier entweder Express-Einstellungen verwenden. Ich würde jedem empfehlen, hier unten links auf Einstellungen anpassen zu klicken, weil das sind hier so ein paar der ersten Datenschutzeinstellungen. Ein heikles Thema. Davon. Ein Minenfeld. Richtig, genau. Da werden wir uns wahrscheinlich auch nochmal separat mit beschäftigen. Auf jeden Fall, man kann hier so ein paar davon direkt schon beim Start quasi deaktivieren, was ich auch empfehlen würde. Also lest euch das durch und schaut es euch an, was man davon anmachen will und was nicht. Kurz noch was zu einem Thema, das vorher auch ein bisschen hochgekocht ist. Automatische Verbindungen mit Netzwerken herstellen, die von ihren Kontakten genutzt werden. Klingt irgendwie erstmal komisch. Das ist bei Windows Phone schon drin. Das ist, nennt sich Wi-Fi Sense. Im Prinzip ist die Funktion dafür da, dass Freunde, Kontakte von mir, sei es bei Facebook, Skype und Outlook, quasi automatisch in mein WLAN kommen dürfen, wenn sie meine Freunde sind, ohne dass ich ihnen das Passwort geben muss. Finden manche Leute nicht so toll. Ich kann aber ein bisschen Entwarnung geben. Also selbst wenn man das hier auf einlässt, man muss seine WLAN-Netzwerke immer noch manuell dafür freischalten. Die sind nicht automatisch freigeschaltet. Was für eine schrullige kleine Funktion. Richtig. Und man muss auch beim Freischalten nochmal sein WLAN-Passwort eingeben. Also es ist schon durchdachter, als es da vorher klang, aber komisch ist die Funktion trotzdem. Nur zum Verständnis, alle Einstellungen, die wir hier treffen, können wir selbstverständlich später wieder rückgängig machen, bloß in etwas versteckteren Menüs. Aber wenn man gleich hier am Anfang die Möglichkeit hat, sollte man sich das alles gründlich durchlesen, überlegen und entweder ein- oder ausstellen. Das empfehle ich definitiv. Hier können wir Standard-Apps auswählen. Microsoft will natürlich erstmal, dass Musik und Fotos so mit den eigenen Apps geöffnet werden und Internetseiten mit dem neuen Browser Edge kann man alles ausmachen. Auch das kannst du natürlich hinterher, wenn du willst, wieder umstellen und die Apps wechseln. So, jetzt, das kennen wir auch schon von Windows 8. Das ist jetzt so quasi dieser erste Vorbereitungsdurchlauf. In dem Fall ist es jetzt auch so, was jetzt die Länge von diesem ganzen Prozess angeht, sollten wir vielleicht da nochmal kurz sagen, wie gesagt, das war jetzt ein sehr frisches Windows. Mit einer SSD, was außerdem beschleunigt alle Schreibprozesse und Installationsprozesse. Genau, richtig. Das heißt, erstens, wenn man dann schon ein etwas länger gereiftes Betriebssystem hat, sage ich mal, da wird es schon wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, die ganze Geschichte, und mit einer Festplatte natürlich wahrscheinlich auch nochmal einen Tacken länger. Also ich habe bei mir zu Hause ein gereiftes Windows 7, man könnte auch zugemüllt sagen, sag mal gereift, auf einer SSD gehabt, da hat schon so doppelt so lange, also da habe ich glaube ich so 40 Minuten lang war so die Zeit, wo ich nichts machen konnte, beziehungsweise eher vor sich hin geupdatet hat. Also das kann schon unterschiedlich lange dauern. Ja. Wer einen Laptop oder Tablet so Surface updatet, unbedingt ans Netz anschließen. Man wäre irre, wenn man das nicht tut. Ja, so ist es. Und dann wird es jetzt natürlich gleich spannend, wenn wir dann den Desktop sehen, weil das war auch eine häufig gestellte Frage, wie sieht es jetzt aus mit Verknüpfungen, mit den Programmen, mit Spielen. Wie gesagt, da sind jetzt nicht so viele auf dem Rechner drauf, aber schon ein paar, sodass man gleich sehen kann, los geht's, die Spannung steigt. Sind Sie da, wo Sie vorher waren, und ist alles so, wie es sein soll? Ja. Da sind wir. Mit einem hübschen kleinen X, das... Ja, man weiß es nicht. Also sowas kann schon mal vorkommen. Ich weiß nicht, ob ich da draufklicke. Er installiert anscheinend jetzt Gerätesoftware. Also man muss ihm schon jetzt am Anfang so ein bisschen Zeit jetzt geben. Also so ein bisschen rödelt er jetzt schon bei dem ersten Start, was jetzt die Treiberinstallation oder Geräteerkennung angeht. Muss der Rechner mit dem Internet verbunden sein in diesen Schritten? Der muss nicht mit dem Internet verbunden sein. Nee, das funktioniert. Also ich habe es noch nie ausprobiert, aber das wird sicherlich auch ohne Internet funktionieren. Weil er im Prinzip die Daten, die er übernimmt, die sind ja alle von deinem vorherigen Windows. So. Man sieht, ne, er macht hier jetzt so ein bisschen Kram. Aber im Prinzip sieht das so aus wie vorher, kann man eigentlich sagen. Hier habe ich meine Verknüpfungen, was ja schon mal gut ist. Hier diese Symbolleiste ist hier unten. Hier ist auch meine Steam-Verknüpfung. Also auf den ersten Blick schon mal gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ja. Zum Beispiel auch, was wir vorher gemacht haben, wir haben Elemente vergrößert. Das habe ich eingestellt unter Windows 8.1 für das Video, damit man die ein bisschen besser lesen kann. Das hat er hier zum Beispiel auch übernommen. Hier unter den Anzeigeeinstellungen, das ist übrigens neu jetzt, hier kann man die Auflösung verändern. Da landet man auch, wenn man rechtsklickt, Anzeigeeinstellung, kommt man auch zu diesem neuen Fenster, wo man dann erst nochmal hier auf Erweiter klicken muss. Oh mein Gott, ein Klick mehr zur Auflösungseinstellung. Die alte gibt es nämlich auch noch.
so kennt man das von früher. Das ist halt wieder diese Zweiteilung, die finde ich jetzt nicht so gut. Naja, aber im Prinzip, er hat die Auflösung übernommen, hat die Einstellung übernommen. Sollen wir mal nach dem Häkchen gucken? Schauen wir nach dem Häkchen bei Virtual Surround, was das. Genau. Wenn du links klickst übrigens, das ist neu, das sieht jetzt optisch ein bisschen anders aus. Wenn man rechts klickt, hat man aber den typischen Lautstärke-Mixer hier noch, wenn man möchte. Und man kann hier halt auch zu den Wiedergabegeräten, da hatte ich vorhin diese Einstellung gemacht. Gucken wir doch mal, ob sie da ist. Och, ich glaube nicht. Nee, virtuelles Surround ist weg. Tja, also wird nicht 100% jede Kleinigkeit übernommen, aber die Programme, die wichtigsten. Wo landet denn Zeug, was Windows nicht so richtig erkennen kann? Da gibt es auch diesen Windows Old Ordner. Genau. Kannst du das kurz erklären? Den können wir uns kurz zeigen. Also im Prinzip, der Windows Old Ordner hat zwei Funktionen. Da sind halt zum einen, wie du schon sagst, wenn er Sachen nicht mit übernehmen kann, dann sind die hier trotzdem noch drin. Das sind jetzt nur die Standard-Windows-Programme, die sind auch in meinem neuen drin. Und wenn du halt wieder zurückwechseln willst, du kannst ja, das zeige ich mal kurz, unter der Systemsteuerung, nee, ich mache es falsch, das geht unter der neuen Systemsteuerung, und zwar Update und Sicherheit, kannst du unter Wiederherstellung zurückkehren zu deinem alten Betriebssystem nach dem Upgrade. Das geht, dafür ist dieser Windows-Old-Ordner auch da, dass du quasi dann einfach sagst, nee, Windows 10 gefällt mir nicht, ich will wieder zurück. Aber einen Monat hat man Zeit dafür. Genau. Beachten steht hier, diese Option ist nur einen Monat verfügbar. Also man muss sich es innerhalb des Monats überlegen. Sonst kannst du nicht mehr zurückkehren. Das ist jetzt eh so eine Frage mit der Aktivierung. Ich habe es ja gerade eben schon angesprochen. Wir können uns das jetzt nochmal anschauen. Das ist jetzt aktiviert, so mein Windows. Mhm. Also ist jetzt schon aktiviert. Bei mir hat das auch schon mal ein bisschen länger gedauert. Das kommt ein bisschen auf die Aktivierungsserver an. Also zu Hause war es so, am Abend war es nicht aktiviert. Am nächsten Morgen hat er es aktiviert. Was aber interessant ist, die Produkt-Key-Frage. Da gucken wir jetzt nochmal kurz bei dem, mit dem Keyfinder nach, was jetzt mit unserem Key passiert ist. Und zwar sehen wir jetzt hier, dass hier ein anderer Key steht. Das ist ein generischer Windows 10 Key, also nicht mehr mein vorheriger Windows 8.1 Key. Der wird durch diesen Key ersetzt, weil eben diese Aktivierung über die Hardware-ID erfolgt. Das heißt, der alte Key hat insofern hier keine Funktion mehr erstmal. Ja, das ist eben so ein bisschen das kritische Thema im Moment, dass ich jetzt quasi an meine Hardware erstmal mit diesem System gebunden bin, obwohl es eigentlich nicht sein sollte. Das wird sich, da muss man schon eine Warnung geben, das wird sich sehr sicher, Microsoft wird das noch ermöglichen. Im Moment geht es aber tatsächlich nicht. Also ich kann jetzt mein Windows 10, wenn ich so geupgradet habe, erstmal nur auf diesem Rechner nutzen. Also wer zurzeit überlegt, sich einen neuen PC zusammenzustellen oder komplett umzusteigen, der sollte erstmal sein altes Betriebssystem umziehen dahin und von dort aus das Upgrade durchführen. Richtig, wenn er das auf dem neuen PC nutzen will, erst das alte Windows da installieren, dann upgraden. Jetzt können wir vielleicht nochmal kurz ein Spiel ausprobieren. Ganz kurz. Ganz kurz. Machen wir ganz kurz. Ja, wir haben jetzt hier in Steam so ein älteres Rennspiel ausprobiert. Mal schauen, das sollte eigentlich problemlos klappen. Mal gucken, wie schnell er hier ist. Interessant. Es lädt und da haben wir die schwedische Tourenwagenmeisterschaft. Wurde übrigens entwickelt von DICE. Ja. Ich Simbin. Simbin, war DICE nicht auch damit beschäftigt? Da weißt du, glaube ich, mehr als ich, du Rewind-Experte. Ich bin der Meinung, das hat DICE gemacht. Ich habe ja mal so ein Rewind-Video zu Entwicklerstudios gemacht und ich bin der Meinung, dass zur schwedischen Tourenwagenmeisterschaft auch DICE beschäftigt war. Ja, also jetzt bin ich gleich wieder ein bisschen erschüttert, ob ich falsch recherchiert habe. Wie war das bei Batman Arkham Knight, da warst du auch so, da stand da auch vorne gar nicht, wie hießen sie nochmal, die es verbockt haben? Die werden doch auch Rocksteady gar nicht erwähnt. Ja, aber haben die es selber verbockt? Ich weiß es nicht mehr. Aber die wurden auf jeden Fall im Vorspann auch nicht erwähnt. Man weiß es nie genau, was da so steht und da stimmt. Aber es läuft, das ist ja erstmal. Galaxy, genau. Wir schweifen schon wieder ab. Richtig. Im Prinzip war es das. So einfach funktioniert das Upgrade, ging hier jetzt auch wirklich schnell. Und es ist mehr oder weniger alles da, wo es wieder sein sollte. Also hat gut funktioniert. Keine Angst vor dem Windows 10 Upgrade. Das ist gar nicht mal so schwer. Danke fürs Zuschauen und danke dafür, dass du uns das gezeigt hast, Nils. Gerne.